Heute wird gekocht und zwar kochen wir heute Fleischwurst mit Tomatensoße. Alexa, Dekolicht an. Das Dekolicht ist nicht in der Kamera drin gewesen, aber ich bin Aber blitzschnell auf die 4 gegangen. genau. So, jetzt gehst du auf Kochen. Du bist auf Kochen. So, Fleischwurst mit Tomatensoße, ein einfaches und schmackhaftes Gericht. Rezept habe ich mir selber überlegt. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze hier, wie das so geht. Und wir fangen an mit der Fleischwurst. Erstmal aus dem Kühlschrank Kohle. Hagen, wie viel Hunger hast du? Viel Hunger. Viel Hunger. Okay, der Hagen Ich hat habe viel, viel ich habe heute Hunger. Mittag nur eine Kleinigkeit gegessen. Ich habe viel Hunger. Dann nehmen wir beide Stücke, die ich vorbereitet habe. Ein gescheites Messer. Genau, bin ich, das hat sich jetzt abgeschaltet. Hier bin ich immer noch sichtbar. Dankeschön, Traumtänzer. Bin ich noch sichtbar? Du bist voll sichtbar. Genau, weil sich das Display abgeschaltet hat. Nein, du bist voll sichtbar. Genau. So, wir haben beim das Fleischwurst vom Metzger. Wir Ja. haben so eine Einschweißmaschine, dann hält die sich länger. Die Frage ist, ist die Fleischwurst gewürfelt? Dann wäre das Gericht, hätte dann auch den Namen unter anderem Wurstgulasch. Ich werde sie würfeln gleich, ja. Oh mein Gott, ein Messer. Ja. Und So, ob du aber ein. bevor es losgeht, muss ich erstmal das Nudelwasser aufsetzen. Es gibt nämlich Nudeln dazu. Wenn ich das vergesse, dann dauert das wieder ewig. Weil bis das kocht, das dauert. Hast du ein Nur Präzisionsschneidemesser? noch eine halbe Ja. Stunde. Ja. Nur noch eine halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde ungefähr kommt ganz gut hin für das Gericht. So. Das vom Sie Wasser. fiebern mit dir mit, Dennis. Also man kann, die Community ist voll bei dir. Das wird was. Und ich freue mich schon, weil ich habe Hunger. Salz. Genau, der Nudeltopf kommt rechts, da passiert ja eh nichts Spannendes. Der andere Topf, der kommt links, so dass ihr den dann sehen könnt. So, einmal das Sieb versenken und den Topf können wir schon mal anmachen. Ne, so rum geht's. Einmal auf, gib ihm. So. Dann für die Fleischwurst nehmen wir ein bisschen Öl zum Anbraten. Und dann in Würfel schneiden. Ich habe übrigens nichts vorbereitet, also ihr könnt das jetzt hier in Echtzeit sehen. Ich habe natürlich alle Zutaten bereitgestellt, aber ich habe nichts In vorgekocht. Österreich So. würde das Wurstknacker Ah. Die Fleischwurst oder das Gericht? Das Gericht, so habe ich es verstanden. Okay. Der Draw Diablo. Und wenn man jetzt im Hintergrund auf dem Greenscreen History Line sehen würde, das wäre mal professionell. Das wäre was, genau. Ja. Weil der Hagen spielt History Line, während ich hier am Kochen bin. Der Alexander erwähnt bloß, die Wurst würde Wurstknacker heißen. Ach so. Fleischwurst. Bei uns heißt das Fleischwurst. Wir kommen hier aus Wurst. Rheinhessen, Fleischwurst. Weg, Genau. Wursten, Woi. Und das ist die Wurst. Und Woi trinke man gern. Also, ich nicht, aber Am liebsten Reihe Hesse Woi. Roy Hesse. Roi Hesse Woi. Genau. Diablos sagt, das wäre eine Liona. Also, ja, Liona kannst du. Also, ich finde ja, da bei den großen Ketten heißt das Liona und ich dann immer so, das ist kein Liona, diese Das ist Fleischwurst. Fleischwurst, was ist denn? Also, Fleischwurst. Das ist wie, was die da zum Teil als Leberwurst verkaufen und ich gucke die hin und so. Und dann schreiben sie irgendwann Pfälzer Leberwurst und ich so, ja, danke. Pfälzischer Landleberwurst. Dennis? Ja. Ich habe gerade den Speicherstand 9 angelegt. Okay. Du müsstest mir gleich sagen, wie ich jetzt voll speichern könnte. Wie voll speichern? Also nochmal im WinUAE.
Zusätzlich? Zusätzlich, weil ich würde dann jetzt beenden. Okay. Glaubst du, du bist an einer guten Stelle angekommen? Ich bin an einer guten Stelle angekommen, ja. Ja. Dann drückst du, wenn er fertig ist. Ja, ist er. Dann drückst du F12. F12? Ja. Und jetzt bist du im Optionenmenü. Ja. Und dann gibt es unter, ich glaube, es heißt Miscellaneous, gibt es Save State. Relativ weit unten in der Liste. Miscellaneous. Siehst du, jetzt weiß ich auch, wie man das ausspricht. Habe ich noch nie gewusst hier. HL. Soll ich einen auswählen oder einen neuen vergeben? Mach einen neuen. Muss ich die Endung mittippen? Nee. So, ich habe ein bisschen Öl in den Topf gemacht. Ins Feuer gegossen. Ins Feuer gegossen. Genau. Und mal so auf mittlere Hitze gestellt. Kurze Frage. Wenn wir das gleich anbraten. Dennis, ja. Wenn ich Safe State gemacht habe, muss ich dann noch was drücken? Also er sagt, ich sollte ja einen Namen eingeben, aber dann muss ich nichts mehr drücken. Danach. Ja, dann musst du halt nein, Safe drücken. Du musst erst auf Safe State gehen hab und ich? Dann einen Namen eintippen. Habe ich. Und dann okay und dann hat er gespeichert. Okay, gut. Der müsste jetzt auch in dem Fenster müsste der steht Name jetzt der stehen. Name. Genau, ja. Genau, dann hat er gespeichert. Okay. Und dann kann ich Quit drücken. Dann kannst du Quit drücken. Hat geklappt. So. Genau, übrigens, der Dennis war vorher kurz drüben und hat sich die Hände gewaschen. Natürlich. Das gehört dazu. So. Auf der Baustelle isst man zwar auch mal die Fleischwurst mit den dreckigen Händen, aber hier wird alles ordnungsgemäß gemacht. So. Ja. Genau, egal wie die Wurst heißt, schmecken muss sie nachher, Dennis. War die Anforderung. Ja. Genau. Na, ich habe mit dem Herd noch nicht so wirklich, muss man etwas heißer machen. Es müsste nämlich, wir müssten es zischen hören. Ja, der Maluk hat gesagt, er hätte was zischeln hören. So, dann kann ich derweil, Hagen hat ja viel Hunger, da kann ich die zweite auch noch klein schneiden. Genau, du solltest doch bitte professionell so eine kleine Kralle mit der Hand formen, dann kannst du die nicht in die Finger schneiden. Weißt du, so wie die Petersilie schneiden, so tschick, tschick, tschick. Die Fingerkuppen, die Fingernägel schneiden. Die Fingerkuppen abschneiden, ja. So, genau, jetzt hören wir es zischeln. Ganz klein bisschen zurückgehen. Genau. Hast du, das Gebläse hast du aber an, ja? Nee, die ist kaputt. Ja. Also, weil wir machen einfach mal das... Ja, genau, öffne doch mal das Fenster, weil ich habe so ein bisschen... also die ganzen Retro-Games und alles, was hier ist, und du kochst, hier ist so mein kleines Herzchen schreit. Ja. Genau. So, was wir machen müssen, die Fleischwurst wird angebraten, sodass sie so Röstaromen kriegt. Also das heißt, es muss ein bisschen dunkel werden. Sieht schon, also... On-Screen, Dennis, ich höre es hier zischeln und on-Screen sehe ich in deinen Topf und es sieht sehr lecker aus. Schon jetzt. Ne? Rechts hinten hast du den Topf übrigens nicht ganz auf der Platte. Da guckt ein Stück rosa raus. Ja. Nee, das andere Dipsche. Das andere? Ja, da nach links. Und okay. Jetzt besser, ja. So, wichtig ist, es muss ein ganz klein bisschen anbrennen. Also natürlich nicht so, dass es tief schwarz wird, aber dass es eben ein bisschen Röstaromen kriegt und dass sich am Boden so ein Bodensatz bildet. Deswegen sind Töpfe, die nicht ganz so brutale Antihaftbeschichtung haben, etwas besser geeignet dafür. Wir machen jetzt nämlich die Grundierung für die Soße. Das heißt ja nicht Basis. Genau. Bisschen durch, dass es von mehreren Seiten angeröstet wird. Der Don Schnarcho ist leider schon satt, sonst hätte er jetzt Hunger. Tja, dann. Ich darf dir sagen, ich habe Hunger. Es duftet hier wie Hölle.
es zischelt und das ist einfach, es sieht schon lecker aus, wenn ich in das Tippchen gucke. So, jetzt sehen wir, wie es langsam so ein bisschen festhängt. Das ist gut. Es darf natürlich nicht einbrennen, aber so ein bisschen anhängen soll es. So, und wir werden das gleich ablöschen. Ich habe das früher, also es ist eine Art und Weise, wie man so Weinsoßen macht. Ich habe das früher mit Rotwein gemacht, aber ich trinke ja keinen Wein, deswegen extra dafür immer Rotwein zu nehmen. Wir haben festgestellt, man kann es auch wunderbar mit Apfelsaft machen. Also nehmen wir Apfelsaft zum Ablöschen. Die Dampfwolke. So, und mit der Flüssigkeit kann man jetzt nämlich das, was auf dem Boden angehängt ist, abkratzen. Und dann wird das Teil der Soße. Mhm. Ich müsste die Kamera eigentlich so gehängt haben, dass sie nicht voll... Nein, alles. Ich habe also aus der Fernperspektive die Dampfwolke nur aufsteigen sehen und habe gebetet, dass sie abbiegt Richtung Fenster und nicht abbiegt Richtung Spieleschachtel. Ich glaube, sie ist Richtung Fenster abgebogen. Ich habe es so beschworen. Genau. Genau, und Traubensaft würde auch gut gehen, hat Tobi als Hinweis gegeben. Stimmt, also Wein oder Traubensaft. Ja. Ich nehme halt Apfelsaft, das ist hier die hessische Variante. Imposant, Andi sagt bloß, entweder es gibt jetzt Geruchsstreams bei euch oder mein Kühlschrank brennt. Ich bilde mir ein, ich rieche das auch. Ja, das ist so wie manchmal, wenn man feststehende Bilder hören kann. Ja, genau so. Mystify erwähnt bloß, dass eine funktionierende Dunstabzugshaube Vorteile hätte. Ja, sie funktioniert aber halt nicht. Ich koche hier ja auch nicht oft. Also wir haben ja noch eine andere Küche. In der koche ich auch nicht so oft. Das mache ich meistens mal. Ich war so leise. Ja, und Applewoi wäre übrigens die hessische Variante. Genau. Ja. Deswegen nicht Apfelsaft. Genau. Ist auch schon. Apple. Ja. So, genau, jetzt müssen wir es ein bisschen... Trinkst du Apfelwein? Schon mal probiert? Trinken regulär wirst nicht, gehe ich von aus, aber schon mal probiert? Ich weiß es nicht. Okay. Weil also ich habe ihn probiert... Es reizt mich einfach überhaupt nicht. Ja, mich reizt eher vom Geschmack her nicht so, muss ich zugeben. Dann trinke ich lieber ein richtiges Wein oder Apfelsaft, aber so dieses Mischi-Maschi kann man trinken, muss man jetzt nicht so. No. Und da ich ja sowieso... den Konsum von Wein nicht deswegen mache, um mir einen reinzuschießen, sondern um den Geschmack. Einen sehr schönen Geschmack zu haben. Ist das sowieso immer so. Tschakka. Genau. Mystify sagt, und das nächste Mal gibt's Backfisch in der Fritteuse. Mit die Dampfwolke aus Fett und Schmier hier rumstand. Ja. Genau. Homecomputer leidet mit deinen Packungen mit. Ja. Krückmann, ich trinke auch gerne Met. Honigbier ist was Schönes, aber mal, also da schon gerne auf dem Mittelaltermarkt. Also nicht mal so abends irgendwie. Da finde ich passt nicht. Ich brauche da so das Ambiente. Ja. Hallöchen, Q-Continuum. Ja. Apropos Q-Continuum, Dennis, wenn du gerade nichts erklärst, sondern nur rührst, darf ich dich was fragen? Frage. Bei welchem der Spiele, die du sehr gerne magst, hat John Delancey mitgesprochen, muss man ja sagen. Und ich wusste es bis gestern nicht. Und nicht nur John Delancey, sondern zum Beispiel auch Michael Dorn. Und noch mehr, die ich vergessen habe. StarCraft 2? Nein. Heroes of the Storm? Nein. Jetzt geht da alle, die ihr sehr gerne macht, mit durch. Jawohl. Keine Ahnung. Komm, welche magst du? Eins, das du sehr gerne magst, das wir viel zu selten spielen, aber du hast sehr gerne magst. Sehr selten spielen und ich mag es gerne. Es muss ja irgendwas sein, was auch Sprachausgabe hat. Was du als, wo du ein Gimmick von der Gamescom mitgebracht hast. Master of Orion. Ja. Okay. Der John Delancey spricht den goldenen Roboter. Ah. Bei den Nachrichten. Bei den Nachrichten. Okay. Und, der Typ von Nightmare on Elm Street spricht, glaube ich, den Alkari und der Michael Dorn, der Worf, spricht, ich habe schon wieder vergessen.
Und der Terraner wird auch von wem ganz berühmt. Da waren, ich nehme mal kurz dein Internet zur Hand. Du erlaubst. Weil ich war gestern hochgradig fasziniert, wer da alles mitgesprochen hat. Ja. Und ich habe es nicht bemerkt. Ich spiele das Spiel Ewigkeiten und du weißt nicht, wer da alles dich anquasselt. Du guckst gerade, ja, du guckst, ich geh nicht mehr auf Totale. Kamera 4. Kamera 4. Damit man Hagen und mich sehen kann, während ich hier... Ja. Jetzt muss ich, also, was ich jetzt mache, ist immer wieder ablöschen, einreduzieren, etwas anhängen lassen, ablöschen, einreduzieren. Das muss man ein paar Mal machen, ja, um eben die Basis für die Soße zu machen. Man kann natürlich so eine Soßenbasis auch irgendwie mit Gemüse machen. Das ist jetzt die Variante für so Fleisch-Wein-Soßen. Genau, also das basiert auf Rezepten, die eigentlich sowas wie Coq au Vin oder sowas und geht ein ganz klein bisschen zurück auf Paul Bocuse, mhm, weil dieses Rezept habe ich mir ausgedacht, also ich habe das mit meiner Mutter, mhm, zusammen gemacht, aber ich habe gesagt, hier jetzt das rein und am Ende hat es erstaunlicherweise geschmeckt. Mhm. Und das ist die Zeit, als damals, wie hieß das, Essen wie Gott in Frankreich oder so ähnlich, also jedenfalls die Kochserie mit ja, Paul Bocuse, mhm, im Fernsehen lief. So alt ist dieses Rezept. Sau cool. Darf ich dich zu Master of Orion noch Dings? Ja. Die, vielleicht kennst du die, also Troy Baker, sagt dir der was? Nee. Mir auch nicht. J.B. Blank? Nee, komme ich nicht drauf. Cat Cressida? Die scheint bekannt zu sein, die war auch im Video drin. Sagt keine Ahnung. Nichts, ja. John DeLancey macht den Human Emperor, also den Terraner. Ah, okay. Deswegen spielt der Michi den auch so gerne. Ah. Der Michael Dorn macht den goldenen Roboter. Ich habe es natürlich genau verwechselt. Oh. Ja. Robert Englund. Das ist der, das müsste der sein von Nightmare on Elm Street. Der spricht den Terran Emperor, also den Bösen. Okay. Ja. Mark Hamill spielt den Al-Khari, den du ja beim letzten Match gespielt hast. Der Mark Hamill, der ist großartig, ja, in Cartoon-Stimmen. Macht mhm, in vielen Cartoons, spricht zum Beispiel auch den Joker, mhm, in den Batman-Cartoons. Aber jetzt, ich habe schon wieder verwechselt. Hier stand Michael Dorn, Narrator. Da war ich bei Erzähler der Meinung, das müsste dann der goldene Roboter sein. Aber bei Dwight Schultz steht GNN Anchor. Ah, Dwight Schultz ist Barclay. Ja. Schön, dass du Barclay sagst. Ich hätte jetzt gesagt, das A-Team. Aber ja, ja, Barclay. Ja. Weil der spielt auch mit. Das ist mir, genau, der fand ich auch gut. Den ganzen Rest, die kann ich nicht. Kenn ich nicht. Aber richtig cool. Ja. Und woher du so viel über Kochen und Kochsendungen wissen würdest. Ja. Das war alles, was ich weiß, so ungefähr. Das ist ja hier der alte Trick. Man muss ja nur... Du bist jetzt auf Kochen? Man muss so ein bisschen was wissen. Und, also, wir sind ja hier unter uns, deswegen sage ich mehr, weiß ich nicht. Aber der Trick ist ja, du musst ein bisschen pokern, dass dann im richtigen Moment keiner mehr nachfragt, weil alle überzeugt sind, dass du es weißt. Dass du voll drauf hast. Also ich bin ja der Meinung, du hast es voll drauf, Dennis. Ich, ja, also... Und ich frage jeden Mist bei dir nach. Ja. Also ich koche tatsächlich viel zu selten. Es ist auch, wenn ich... Also im Urlaub habe ich ein bisschen mehr Muße. Das heißt, wenn Maren und ich wegfahren, dann koche sogar ich tatsächlich manchmal. Aber so unter der Woche, ich habe da einfach so gar keinen Bock. Früher habe ich öfter gebacken. Habe so... diverse Kuchen und so. Ja, mache ich auch. Warum mache ich das eigentlich so selten? Vielleicht machen wir in den Advent-Streams machen wir vielleicht Plätzchen backen. Ja. Mal gucken. Vielleicht so Giftplätzchen, die Anisplätzchen. Es gibt da ein altes Familienrezept, Ischler Plätzchen. Das würde ich euch dann mal zeigen. Wie heißen die? Ischler Plätzchen. Ischler. Genau. Okay. Das ist halt so Keksteig, zweischichtig mit Marmelade dazwischen, Schokolade drumherum und Pistazie obendrauf. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein altes Familienrezept. Ja, cool. Dennis, hier wird gerade erwähnt, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau. Ja. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, ich mache mal die Fleischwurst etwas beiseite. Dann solltet ihr sehen, wie hier langsam sich Soße bildet. Ja, sehen wir. Ja.
Das sieht lecker aus und es klingt schon sehr lecker. Und die Weihnachtsbäckerei wird auch sehr positiv aufgenommen, sogar von Profis wie dem Krückmann. Der ist nämlich Bäcker von Berufen, würde ich das auch gerne angucken. Okay. Ja. Mal sehen, wie ich das so mache. Das wird dann gleich auch professionell bewertet. Wir können dann auch gucken, dass wir Wertungspunkte vergeben lassen. Genau, ich habe hier mein Rezeptbuch. Das ist, also ich habe auch schon aus diversen Rezeptbüchern und so weiter gekocht, aber ich habe so eigene Rezepte, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also die Fleischwurst mit Tomatensauce, ich habe das im Kopf, aber ich für den. Mal auf die Totale. Aber ich wollte jetzt gerade hier das Rezept zeigen. Da, ja, dann weil halt hier ist das Rezept für das, was wir machen. Ja. Ich mache es ein bisschen abgewandelt. Aber genau, jetzt kannst du auf die Totale gehen. Also ich habe hier diverse Rezepte für zum Kochen und auch Plätzchenrezepte zum Backen. Sind nicht so wahnsinnig viele. Aber das ist so meine private Rezeptsammlung und da sind auch die Familienrezepte drin. Ja. Ja. Sehr gut, Dennis. Jetzt bin ich neugierig. Ich gehe wieder auf Kochen. Ja. Hier wurde nur kurz gesagt, Soßen und Gewürze sind das Geheimnis für sehr leckeres Essen. Ja. Ich muss zugeben, nicht nur Soßen und Gewürze, also man erkennt immer daran, ob jemand kochen kann, wenn er Bratkartoffeln kann. Jetzt frage ich, weil wir, und wir haben in der Nähe ein Brauhaus und die können keine Bratkartoffeln, die frittieren diese Kartoffeln in der Pfanne. Und das schmeckt furchtbar. Das geht ja gar nicht. Und da kannst du danach Soße draufkippen, wie du Bock hast. Es schmeckt einfach nicht. Ja, und wenn du Bratkartoffeln, wenn der Koch echte, gute Bratkartoffeln mit nicht verbrannten Zwiebelchen dazwischen kann, dann weißt du, der kann kochen. Dann hat er es drauf. Und wenn dann die Soße dazu lecker ist, dann kann alles andere nur noch besser werden. Ja. So, ich habe dir bald schon mal die Gewürze aus dem Schrank geholt, die wir gleich brauchen. Sehr gut. Ja, Don Schnarcho, du sagst, Bratkartoffeln sind easy. Ich behaupte auch, aber die Kunst ist, sie nicht anbrennen zu lassen und sie nicht in Fett zu ersäufen. Und die Röstzwiebelchen dazu noch sehr lecker zu haben. Ja, das ist schon einfach. Ja. So, ich drehe jetzt runter, jetzt sind wir mit der Anbratphase soweit durch. Jetzt werden wir bei reduzierter Hitze mal etwas Flüssigkeit. Das bisschen mehr schon am Köcheln sozusagen, nicht mehr am Brutzeln. Genau, und das Nudelwasser ist jetzt doch schneller heiß geworden, als ich dachte, deswegen drehe ich das auch mal etwas runter. Ich habe nichts dagegen, wenn die Nudeln nicht al dente sind, sondern ruhig ein bisschen mehr. Ich bin so ein ganz klatscher Typ. Ich esse auch Nudeln, wenn sie nicht auf der Zunge knacken. Ja. Ja. Genau, ich war noch ein bisschen, bevor ich die dazu tue. Wie viele Bits oder Kanalpunkte kostet dann später eine Portion, Dennis? Tschüssi, ruf mal ein bisschen nachher. So, Salz dazu. Pfeffer. Bist du eigentlich, geht ihr, wenn ihr ins Restaurant geht, bist du dann mehr der Typ Picasso-Portion? Oder also magst du mehr das schön angerichtete? Oder kann das auch ruhig ein bisschen was sein, Dennis? Gib mir was Ordentliches zu essen. Sehr gut, ich nehme mich auch. Ich mag das an. Wenn der Koch außenrum um den Rand, so komische. Kennst du das mit Essig so Kurven gemalt? Wenn da noch Platz ist dafür, dann ist was. Ja, genau, das denke ich mir auch. Hättest du lieber was draufgelegt. Ja. Was war das gerade für eine Flüssigkeit, die du draufgegossen hast? Nochmal Apfelsaft? Apfelsaft, ja. Also verfeinerst gerade Fleischwurst, Röstfleischwurst mit Gewürzen und Apfelsaft. Genau. Ist das so grundsätzlich bisher? Ja. Bei den Gewürzen immer ein bisschen nach Gefühl. Wir machen ja ein bisschen mehr Soße, also mache ich ein bisschen mehr Gewürze noch dazu. Was schmeißt denn für Gewürze rein? So also im Moment bin ich noch bei Salz und Pfeffer. Das war, Dankeschön für das Cheering. Also es wird allgemein bejubelt, wie du da so ganz locker, flockig hier gerade mein Essen kochst. So, und bevor die nächsten Gewürze rankommen, kommt jetzt erst das Tomatenmark. Ja. Also. Nur weil ich es vorher nicht ganz genau gesehen habe und weil man die Mengen nicht erkennen kann, du hast jetzt alle Fleischwurst da rein. Ich habe jetzt alle Fleischwurst da reingemacht. Genau, so jetzt machen wir das Ganze erstmal etwas dicker. Ich hätte mir vielleicht die Schürze holen sollen, sonst gibt das gleich Flecken. Aber ich habe für die Woche ein Reserveshirt. Soll ich es hier schnell holen? Ich renne. Geh doch mal in die Küche hinter der Tür und du weißt, welche Schürze ich meine. Ja, ich mute mich nur vorher. Musst du eigentlich nicht. Ich tue es aber. Okay. Du bist auch der Kochen-Kern. Genau, so.
Also ich rühre jetzt das Tomatenmark da rein und wir sehen, wie das jetzt so allmählich, also zwar noch flüssig ist, soll ja nicht brockig werden, aber trotzdem relativ zähflüssig. Und man kann dann, um ein bisschen mehr Flüssigkeit dann noch zu bekommen, entweder mit Wasser oder Apfelsaft, ich mache jetzt einfach noch einen Schluck Apfelsaft dazu. Ist ja, hat ja keine Umdrehungen, da schadet das ja nicht. So, und jetzt bauen wir quasi mit dieser Basis aus der Fleischwurst, die wir hatten, bauen wir jetzt die Soße. Genau, Fleischwurstbasis Tomatenmark und Apfelsaft. Das duftet. Das ganze Treppenhaus. Okay. Einen Schritt zurück, eine Hand weg. Eine Hand weg. Weißt du, da waren nicht zwei oder Brille weg. Hier, alles zack. Bauchding hinten, Dark Chucker. So. Schlöpsche. So, oh, ich hab jetzt eine Tube. Lass mal kurz. Bei Laverlicht der Lecker gucken die auch immer rein überall, oder ja. Wie das alles heißt. Das sieht schon, ist schon so ein bisschen dickflüssig jetzt geworden, ne? Genau, das ist jetzt, ich habe eine Tube Tomatenmark reingemacht. Mhm. Aber da kommt gleich noch was anderes rein, mit dem das dann wieder dünnflüssiger wird. Und ansonsten können wir mit Apfelsaft verlängern. Mhm. Denn jetzt nehmen wir Sahne. So, ich gehe dir mal aus der Füße, sonst spritzt mich nämlich an. Genau, Sahne zum Kochen. Wir haben hier die -L-Sahne. Sicher ist sicher. Man kann auch Milch nehmen, dann hat es ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ich habe jetzt hier Sahne. Und es soll so ein bisschen vom Farbton her so ein bisschen rosa werden. So, erstmal verteilen. Ja, kann noch. Komm, wir kippen alles rein. So, das waren jetzt, wie viel ist da drin? 200 Gramm. Genau, jetzt kriegt das die richtige Farbe. Wie gesagt, es soll nicht so tomatenrot sein, sondern ein bisschen heller. Da ist mir aber noch ein bisschen zu wenig Flüssigkeit, deswegen mache ich noch Apfelsaft dazu. So, wir nähern uns nämlich der richtigen Konsistenz, die das hinterher haben soll. Also ein bisschen sämig, dass es auch schön an den Nudeln kleben bleibt. Also nicht zu dünn. Notfalls kann man mit etwas mehr Tomatenmark das dann wieder korrigieren, wenn es zu dünn geworden ist. So. Ja, ich glaube aber, das ist okay. So. Dann kommen jetzt als nächstes die Gewürze rein, aber vorher tue ich mal die Nudeln ins Wasser. Und Hagen hat Hunger, also machen wir einfach die ganzen 500 Gramm. Ich nehme da gerne Fusilli, also Spiralnudeln, weil die haben, also die kann man relativ gut aufpieksen und sie haben eine relativ große Oberfläche, sodass sie die Soße gut aufnehmen können. So, hahaha, Topflappen. So, bin wieder da. So. Dennis, kannst du kurz zusammenfassen, was hast du jetzt gemacht? Ich habe jetzt die Soße in die richtige Konsistenz gebracht. Okay. Und jetzt ist der Punkt, wo ich die Nudeln reintun kann. Genau, ich hatte es eben erklärt, nochmal für Hagen. Ja. Es sind Fusilli, die kann man gut aufpieken und sie haben eine relativ große Oberfläche, dass sie die Soße gut aufnehmen können. Sehr gut. Und wie hast du jetzt die Soße groß gepimpt, damit ich es auch nachkochen kann?
Also das Tomatenmark. Tomatenmark und Sahne. Und jetzt gehaltvoll. Mhm. Genau. Und jetzt kommen die Kräuter dazu. Genau. Ich glaube, jetzt kann ich den Deckel hier abmachen. Genau. Hier wurde gebeten darum, dass wir kurz speichern, weil bisher sieht es sehr lecker aus. Nicht, dass es jetzt nicht das noch irgendwas ist. Genau. So. Dann kommt dazu Oregano, getrocknet. Genau, der Datenhobel erwähnt bloß, ja, im Osten Deutschlands ist gebratene Jagdwurst mit Nudeln und Tomatensauce, heißt Jägerschnitzel. Okay. Also das ist eine regionale Feinheit, das Jägerschnitzel zu nennen. Ja. Ja. So, und wichtig bei dem Oregano ist, beim Reinstreuen ein bisschen reiben, um die Aromen. Öle da, die da drin sind, quasi etwas rauszupressen, dann wird das intensiver im Geschmack. Okay. Da kann man ruhig reichlich nehmen davon, so dass man dann hinterher auch was merkt, wenn man es in der Soße hat. Mhm. So, rühren wir das erstmal unter. Ja. Mein lieber Datenhobel, wenn du aber schon bei Spezialitäten aus dem Osten, was habe ich da gelernt? Broiler. Weißt du, was ein Broiler ist? Dennis, weißt du, was ein Broiler ist? Brathähnchen. Ja, kannte ich bis dahin noch nicht. So, also wir haben jetzt Salz, Pfeffer und Oregano und als nächste Zutat kommt ein bisschen Currypulver. Da muss man jetzt aufpassen, nicht zu viel zu nehmen, sonst das schmeckt dann ziemlich vor. Ist mir schon mal passiert, wo als ich die VD-Crew zu Besuch hatte und hinterher haben sie es nur die Curryfleischwurst genannt. Deswegen nehme ich da mal Ja. Aber das war ich esse gerne Curryfleischwurst. Also ich bin da. So, ein bisschen darf, aber auch nicht zu viel. So, dass es ein bisschen drin schwimmen sieht. Ich würde niemals was kritisieren, was du kochst. Ich bin immer noch schockiert, dass ich sowas hätte sagen können. Wobei ich Curryfleischwurst wirklich sehr gerne esse. Aber das sieht auch ja, sehr lecker aus. Du warst es auch nicht. Also es war auch keine Kritik, aber es war einfach, man hat es wohl deutlich rausgeschmeckt. So, und dann kommt noch ein bisschen Paprikapulver dazu. Dennis, die Kamera steht. Welche? Und ist aus. Welche? Jetzt ist sie wieder da. Hat sich neu initialisiert, deine Gesichtscam. Okay, ja, ist WLAN, passiert mal. Müssen wir hier ein bisschen weniger Dampf geben, sonst ist das Wasser gleich über dem Topf. Ich glaube, jetzt ist auch heiß genug. So, ein bisschen Currypulver. Genau, du solltest noch Zwiebeln mit der Reibe klein machen, das würde besser harmonieren, als wenn man sie nur klein schnippelt. Ja, Zwiebeln kommen keine rein. Ach, keine Zwiebeln. Okay, ist das da? Mhm. So. Und das war's eigentlich schon. Das werde ich gleich mal abschmecken und gucken. Und du musst doch Safran bitte rein. Hast du dir eigentlich gemerkt, wann ich die Nudeln reingetan habe? Vor 5 Minuten oder so. Wie lange brauchen die? Ja, bestimmt. So, wir können sie ja dann abschmecken. Irgendwo steht doch Kochzeit 10 Minuten, irgend sowas in der Kategorie. 11 Minuten. Das war vor 5 Minuten, Dennis. Ja. Okay. Genau, der Kundenloser fragt, welche Beilagen gibt's? Nudeln. Also normalerweise, wenn ich das mache, dann macht Maren noch einen Salat dazu. Aber ich esse das auch einfach nur Nudeln mit Fleischwurst und fertig. Also so gibt's es heute. Da ich meistens das esse, was der Koch vorbereitet, bis auf wenn du hier anfängst Käse zu köcheln. Dann ist so nicht mehr meins. Ja. So. Ja, und Nudeln gehen sowieso immer. Ja. Und der Max Montezuma ist ziemlich schockiert, dass du keine Zwiebeln hier reinmachst, weil er macht überall Zwiebeln rein. Ich kenne auch viele Gerichte mit Zwiebeln, aber der Koch sagt, wo es lang geht. Oh, Dennis, es kocht wie die Wäsche. Dreh mal ein bisschen runter.
Ja, es darf ein bisschen jetzt aufkochen. Ja. Ja, und Alexander und Nogo und viele andere sagen gerade hier, das sieht lecker aus. Sehr schön. Sieht wirklich sehr lecker. Also sieht. Dennis, ich wäre jetzt neidisch, wenn ich nicht wüsste, dass ich es essen dürfte. Ja. So, ich mache mal den Deckel drauf und kann derweil, während die Nudeln gar ziehen, noch schon mal anfangen, etwas aufzuräumen. Ist zu viel Cola im Kühlschrank. Jawohl. Ja. Genau, ich hatte noch eine. Aber sonst regulär isst du Zwiebeln, oder? Also nicht, dass das jetzt irgendwie, dass du so ein Zwiebeln nicht möger bist. Ich esse nicht so viel Zwiebeln. Wenn das. Also, wenn es richtig dran ist, ja. Was ich nicht mag, ist auf dem Salat so große Zwiebelringe. Echt? Oh, das mag ich nicht. Oh, ich liebe das. Also, wenn es gekocht irgendwo dabei ist oder klein gehäckselt, aber so, so einmal in die Zwiebel beißen. Oh, ich liebe das. Wo ich mich letztens geärgert habe, muss ich zugeben, wir hatten. Du weißt ja, aufgrund der Baustelle bestellen wir ja häufiger. Und ich hatte keinen Bock mehr auf Döner und Pizza und Dingsi. Und muss zugeben, dass ich da sehr gelitten habe, weil wir haben Cevapcici bestellt. Und ich mag ja Aiwa, also diese orange-rote Paste, die ja so ein bisschen schärfer ist. Aber zu Cevapcici und Reis gehört halt auch rohe Zwiebel dazu. Und ich gucke da hin und so, Doris, wo sind die Zwiebeln? Und sie so, nicht da. Und ich so, keine Zwiebeln bei Cevapcici mit Aiwa. Geht ja gar nicht. Ja, also da muss ich zugeben, da wir machen ja bei Lieferando, da haben sie ein Sternchen weniger gekriegt. Also weil das ist schon einschränkend. Ja. Grüße vom Markus. Er sagt, was ein Glück, dass das kein Würstchengulasch ist, denn ohne Zwiebel geht das gar nicht. Ja. Ja. Es ist mehr die französische Variante. Ja, ich bin entspannt. Hauptsache schmeckt. Da habe ich Erfahrungsberichte, dass es den meisten Leuten schmeckt. Sogar der Hagen hat es schon mal vor vielen Jahren gegessen. Ich wollte schon sagen, wenn ich schon mal gegessen habe und nicht würgend nebendran lag, alles gut. Genau. Und imposant, Andi sagt, isst du Mettbrötchen mit Zwiebeln? Nee. Gar nicht, okay. Och, da liebe ich. Da kannst du mich ja, da bin ich ja voll dabei. Ja. Danke, Max Montezuma, fürs Abo verschenken. Es gibt ja bei, wie heißt der, Sandwich Point oder so? Ich weiß nicht, da haben wir, ist schon 20 Jahre her in der Uni, haben wir da mal bestellt. Die haben sind in Wiesbaden, liefern auch bis Mainz. Und da gab es Sandwiches, belegte Brote und sowas. Und da gab es Mettbrötchen mit Zwiebeln. Es hieß Straßenwalze. Okay. War auch eine Zeit lang das Admin-Passwort. Ah, okay. Inzwischen nicht mehr. Also gehe ich mal davon aus. Oh, der He Came Out of the North hat nochmal auch ein Geschenk aber an die Community rausgehauen. Danke. Vielen Dank dafür. Ja, so. Ja, ich esse gerne mit Brötchen. Ich muss zugeben, wir gehen ja häufiger zu einem Baumarkt, der für günstiges Geld leider viel zu dickes Fleisch auf seine Brötchen haut. Und da kannst du entweder Fleischkäse drauf essen und da ist die Scheibe so 3 Zentimeter, also dicker als das Brötchen. Und das ist schon fies. Also das mag ich eigentlich auch schon nicht mehr. Ich stelle dann extra ein Brötchen immer mehr mit, weil das ist mir dann auch diese viel auf einen, also ohne Beilage. Und die haben auch Bratwürste. Talyrion, auch nochmal ein vielen Dank. Die haben auch Bratwurst und die haben auch Mettbrötchen. Und da muss ich zugeben, bei den Mettbrötchen bestelle ich mir auch immer noch ein Brötchen mehr mit, weil auch da sind 2 Zentimeter Mett auch fies. Ja. Aber das ist echt geil und lecker und die machen die Zwiebeln frisch drauf, also nicht sozusagen, dass die das da in der Kühltheke liegen haben. Oh, Dennis. So, und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, die Soßenkelle, damit ich das Zeug rausholen kann. Ich muss nochmal kurz in die andere Küche. Ja. An alles gedacht, ja. Bis auf das. Jetzt ist er, jetzt, ja, dann braucht er ja doch mich. Ja, so. Da könnt ihr mir jetzt beim Köcheln zugucken, hätte ich fast gesagt. Soll ich das Ding umdrehen, Dennis? Rühren. Sagt nichts. Dann sitze ich einfach weiter hier. Das ist sowieso hier perfekter Sitzplatz. Ja? Einfach sitzen wie Cheffe im Sessel und er köchelt. Ja. Denn ich bin auch nicht sicher, ob der Dennis nicht einfach abgehauen ist und mir gleich die Soße um die Ohren fliegt. Das Einzige, was mich rettet, ist, dass seine Spieleschachteln näher dran sind als ich. Ja. Und er kommt zurück und lächelt. Noch ist da
zwei Meter Platz, wenn die, wenn das Regal, was ich baue, dran ist, dann ist es nur noch ein Meter. Ja, aber ich habe schon überlegt, ob ich hier so ein Plexiglas-Abtrennung mache. Oder wie das heißt. Hm? Nee, du brauchst einfach eine Dunstaufzusauber. Ja, ich muss einfach mal, wenn der Elektriker kommt, dann muss er mal. Ich glaube, die hat einfach nur keinen Strom. Ja, irgendwie sowas. Ja, kommt noch. Aber das muss schon, ja. Ob die Community uns dann beim Essen zuschauen soll? Nee, wir haben dann Pausenprogramm. Also ihr müsst da nicht zugucken, wie wir essen. Dennis hat was vorbereitet, ja. Ja. Ja, Werbeunterbrechung kann man es nicht so nennen eigentlich. Also wir quälen euch ja sowieso nicht so richtig mit Werbung. Weil, sagen wir mal, wir einfach denken, dass in der Mitte von irgendeinem Stream 10 Minuten Werbung einbauen irgendwie uncool ist. Oder genau, und wenn ihr auf YouTube irgendwo mittendrin Werbung seht, dann ist es entweder im Retro-Rückblick, da habe ich, weil der relativ lange ist, habe ich mir erlaubt, zwischen den einzelnen Themen dann auch mal kurz Werbung zu machen, also nach einer halben Stunde. Ansonsten sind das dann irgendwelche alten Videos, wo YouTube selbsttätig die Werbung mittendrin eingeschaltet hat und ich jedes einzelne per Hand abschalten muss und bei über 1000 Videos, ja, war ich noch nicht so voll motiviert, das irgendwann mal alles durchzugehen. Aber bei allen neuen sollte es in der Regel drin keine Werbung geben. Der Tobi erwähnt bloß, dass er gerne sehen würde, ob wir genauso aussehen wie seine Kinder nach Nudeln und Tomatensauce dann. Ja, das dann könnte ein Drama werden, das ist schon wahr, ja. So. Der Nighthawk ist gerade erst dazugekommen, denn es könnte sich noch mal was sagen, zur Hölle tun wir hier eigentlich? Genau, was tun wir und was machst du da gerade? Also ich da mal hin. Also wir machen Kochen mit Dennis oder wie auch immer das die Sendung heißt. Und ich koche Fleischwurst mit Tomatensauce und Nudeln. Und im Prinzip bin ich schon fertig. Wir können jetzt gleich mal zum Anrichten gehen. Und genau, das sieht schon. Boah, das sieht echt saulecker aus. Ja, Dennis kocht und Hagen futtert. So heißt dann die Sendung, Dennis. Ja. Ja. So, das heißt, ich teste jetzt mal, ob die Nudeln soweit sind. Und der 68KS-Händler fragt, wieso wir keine Werbeunterbrechung mit Produkten von VD haben. Hint. Wollten wir für unsere 30-Jahr-Feier machen, haben es aber einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Ja. Wir hatten vor einen Hagen präsentiert, aber das haben wir dann gelassen. Ja. Wobei, so ähnlich ist das, was wir als Pausenfüller gleich geplant haben, auch, oder? So, ja, im weitesten Sinne. Der Oldfart, den hast du so animiert, der wird jetzt erstmal Spaghetti Carbonara machen, weil das sieht so lecker aus bei dir hier. Also ich bin eher für weicher als härter, Dennis, bei den Nudeln. Dann geben wir noch mal ein bisschen. Dann können die noch ein Momentchen. Das ist wie beim Gemüse. Ich mag das auch nicht, wenn das Gemüse, die sagen ja immer, das muss quietschen in den Zähnen. Ich finde das furchtbar, wenn es quietscht. Ich mag das klassisch männlich, traditionell deutsch. Wenn vielleicht 5% weniger Vitamine drin sind, aber dafür lecker. Ja. Weil will ich einen Blumenkohl, der von mir wegrennt. Ja, ganz zu manchmal nicht. So aufpassen, dass mir nicht gleich das hier alles überläuft. Der Nighthawk sagt, er holt jetzt mal den DeLorean, damit er noch kommt, bevor du anfängst zu kochen, damit er jetzt noch was abbekommt. Ha. Ja. Und das wäre Quälerei der Zuschauer. Die haben jetzt alle Hunger. Ja, wir machen. Ja. Ah, siehst du hier, jetzt passiert's. Ja. Wir machen ja. Deckel war vielleicht keine so gute Idee. Wir machen ja. Nächstes Jahr wollten wir einen Grillabend machen mit den geneigten Zuschauern zusammen. Mhm. Wir können natürlich auch einmal Dennis kocht und ihr müsst essen machen, aber... Das ist geil, Dennis kocht und ihr müsst essen. Aber dann keine Ahnung, wie viele Gäste wir dann da zulassen können. Ja, let's see, nächstes Jahr. Ja.
wie es weitergeht. Ich glaube, grillen ist einfacher. Der Hagen steht am Schwenkgrill. Ja. Und wir halten Schwätzchen. Jeder bringt was mit, was er essen möchte. So irgendwie sowas. Genau. Und es geht einfach darum, zusammen abzuhängen. Ja. So richtig offline-mäßig. Ja. Aber das geht natürlich nur, wenn die Situation sich hier etwas verbessert. Ja gut, bis dahin. Bis Sommer nächsten Jahres, würde ich mal sagen, ist es so oder so rum. Jetzt machst du mir so oder so rum. Naja, ich glaube nicht, dass es im Frühjahr nächsten Jahres noch eine signifikante Anzahl an Menschen gibt, die weder geimpft noch genesen sind. Ja. Nee, Hagi, also du kommst hier irgendwo auf den Grillplatz. Wir gucken, dass wir das natürlich alles machen. Du bringst dein Fleisch und deinen Salat und dein Brot und dein, keine Ahnung was mit, Süßchen und genau. Was zu trinken. Und dann, wir gucken, dass wir da ein paar Bierbänke aufbauen und dann hältst du Schwätzi mit uns und Schwätzi mit den anderen genau, hier aus dem Chat. Genau, wir machen auch einen Salat und jeder, der möchte, bringt was mit. Und so in der Richtung haben wir uns das gedacht. Ja, irgendwie sowas, so ganz klassisch mit den Kumpels grillen. So. Auf dem Grillplatz. Ja. Irgendwie so, ja. Genau. Und dann. Aber so sehen im Sommer auch viele unserer Geburtstagsfeiern aus, wenn sie stattfinden. Genau. Aber wir haben weder was geplant bisher noch irgendwas, sondern es war einfach nur mal so ein Brainstorming, weil uns das auch schon gefehlt hat, euch bei den Messen einfach mal zu sehen und mit euch abzuhängen und Spaß zu haben und Schwätzi zu halten, neben, also der Chat ist natürlich ziemlich cool und ich finde das auch cool, weil ganz viele auch gleichzeitig ihre Stimme kriegen, aber sagen wir mal, nochmal mit jemandem irgendwie 2 Minuten Auge in Auge und der sagt einem, du Hagen, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ich finde dich echt sympathisch, aber alle Sendungen, die du machst, sind eigentlich doof. Wenn der Michael, und wenn der Satz so weitergeht, fange ich an zu lachen und sage, ja, ich stimme dir zu, alles gut. Sie haben es anders formuliert, aber es gibt halt Menschen, die kommen wegen Back in Time oder Bastelecke und sowas, weil da ist noch mehr Content. Der Hagen hat natürlich einen größeren Unterhaltungsfaktor, aber wer so Deep Content möchte, da ist dann... Ich glaube, kann ich da sagen, bei den Sendungen mit Michael ist da mehr. Ich gehe auf die 4. Darf er gerne sagen. Deep Content, ich meine, Retro-Rückblick ist schon da hart an der Grenze dessen, was ich noch zu leisten vermag, aber Deep Content, darf ich ganz deutlich sagen, ist der Michael um Welten sattelfester. Also da bewundere ich immer die Jungs, Dennis, du bist wieder auf Kochen, da bewundere ich wieder die Jungs immer wieder, was die da raushauen und wie die das auch vorbereiten, auch zum Teil sehr lange vorbereiten, also wirklich, wirklich gut. Ja. So, ich glaube, wir können zum Anrichten gehen. Das heißt, ich muss erstmal das Wasser abgießen. Beziehungsweise hier gibt es ja den Trick, dafür kannst du vielleicht mal auf die Kamera 2 gehen. Auf die Kamera, warte, nicht bewegen, 2. Du bist auf Kamera 2. Genau. Denk dran, die Spieleschachtel, denn es ist nicht jetzt die Bude in die Luft sprengen. Oh, denn das ist der Topf mit eingebautem Sieb. Das heißt, die Nudeln sind direkt im Sieb gekocht. Genau, bitte jetzt speichern, die Nudeln sind noch im Sieb. So, dann können wir das Wasser auskippen. Und die Brille ist beschlagen. Und dann können wir die Nudeln wieder reinstellen. So. Sau gut, Dennis. Wir werden übrigens gerade gefeiert, dass unsere Videos allgemein sehr cool werden. Dankeschön. Egal welchen Content wir hätten und das freut uns natürlich. Selbst wenn gekocht wird. Selbst wenn, also da, das war jetzt nicht das Ziel der Aussage, aber ich freue mich auch über solche Aussagen sehr. Ja. So, dann richten wir mal an. Und wir erinnern uns, es geht darum, dass die Nudeln möglichst gut die Soße aufnehmen. Deswegen mal, kommen du gehst auch kochen wieder. Ha, deswegen kochen. Ja. Kommen die Nudeln werden auf dem Teller verteilt. Ich hätte mir auch, also naja, es geht. Was denn?
ein anderes Werkzeug, mit dem man schneller mehr Nudeln rausholt, aber ich glaube, so ist okay. So, Hagen, notfalls, wir machen den nicht übervoll. Du kannst ja notfalls noch was nachnehmen. Ja, passt. So, und... Ja, ist das Retro-Essen, weil gerade gefragt, es ist insofern ja. Retro, dass ich es wohl schon mal gegessen habe, schon nicht mehr weiß, also schon länger her. Und es ist ein Rezept, ja. Was ich mir in den 80ern ausgedacht habe. Mhm. Und ich finde, es sieht saulecker aus. Ja. So, und dann verteilen wir die Fleischwurst oben drauf. Mhm. Der Markus denkt an uns, während wir gerade hier, der ist auch im Stream, ja. So, und dann kann man eben, wenn man es isst, kann man noch ein bisschen durchrühren quasi, um die Soße dann gleichmäßiger auf die Nudeln zu verteilen. Und damit hätten wir eine Portion Fleischwurst mit Tomatensoße. So, Hagen, du hast noch eine Frage. Nee, es war alles super. Sieht saulecker aus. So, das heißt, ich werde jetzt gleich noch einen zweiten Teller befüllen und dann werden wir es essen. Sollen wir noch eine, Hagen, möchtest du eine Geschmacksprobe machen? Nein. Nein. Das, also ihr müsst alles es, gut. Ihr müsst es selber ausprobieren, ob das dann schmeckt. Wir gehen einfach mal davon aus. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen beim Kochen. Wir gehen jetzt essen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. So, eine kurze Abmoderation für, wenn wir das auf unseren VD-Backstage-Kanal dann hochladen, unter backstage.virtuallymenschen.de. Aber wir gehen jetzt auch tatsächlich mal essen und machen eine Pause so lange. Genau, nur der Max Montezuma, da wollte ich eben ansetzen, aber du hast natürlich, das hat nicht so reingepasst, hat gerade erwähnt, er ist so happy, dass wir den Flyer bei der Return mit drin hatten, weil dadurch ist er auf unseren Kanal gestoßen. Ah, genau, das hatten wir ja mal. Welche Kamera ist denn aktiv gerade? Die vier, beide. Die vier, ja. Genau. Ja, wir hatten mal Flyer, die hatten wir eigentlich für die Gamescom gemacht. Ja. Und haben dem Frank ein Kistchen mitgegeben und dann hat er das netterweise bei den Abonnenten der Return mit beigelegt. Ja, sehr nett. Wir grüßen übrigens Frank ein und den Restplan von der Return. Und alle, die wir kennen. Ja, und alle, sowieso alle, ja. Und so. Wünschen Mahlzeit, Dennis, was muss ich jetzt zurückgehen? So, wir haben, wie spät haben wir's? Wir haben 19.34 Uhr. So, das heißt, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt hier ins Pausenmenü und ich hätte gesagt, bis gleich wollte ich wünschen. Genau, und wir machen 30 Minuten Pause, dann gibt es noch ein bisschen Musik und dann so gegen 20.15 Uhr machen wir weiter. Mit Timer vorneweg? Nee. Diesmal ohne Timer? Ohne Timer. 20.15 Uhr geht's weiter. Ja. Und 20.15 Uhr geht's weiter. Ja. Und 20.15 Uhr geht's weiter. Ja. Und